So, da ist er mal wieder. Im LKW. Am Einräumen. Alles, was das Herz so begehrt, muss verstaut werden. Ja, ja. So. Ich weiß gar nicht, seht ihr mich überhaupt? Könnt ihr überhaupt was sehen? So. Wie macht der Brummbär das eigentlich alles? Ja, wie macht er das? Irgendwie macht er das schon. So zum Beispiel. Ja, wir haben heute Montagabend. Jetzt habt ihr mir ein bisschen zugeguckt. Es fehlt was in diesem LKW und das mag ich gerade gar nicht. Ich bin gleich wieder da. Pumpe vergessen.
So, da ist er wieder. Kaffee geholt, Glühbirne getauscht. Einen Boxenstopp hier in Rade gemacht gehabt jetzt, weil einen Kaffee und Glühbirne wechseln. So, trotzdem muss der LKW irgendwann die Tage in die Werkstatt, weil beide Xenon-Brenner sind nicht mehr das Wahrste. Da ja die Kollegen der Meinung sind, tagsüber mit Tagfahrlicht zu fahren, mit der Blendenstich zu fahren, anstatt das richtige Tagfahrlicht zu benutzen. Naja, was soll man dazu sagen? Ja, eine Wäsche hat der LKW eigentlich im Endeffekt auch wieder mal nötig, aber das bringt bei dem Wetter momentan nichts. Und als ich den nämlich am Wochenende abgestellt hatte, beziehungsweise am Samstag, war ja noch relativ sauber gewesen. Und jetzt sieht er aus wie Sau. So, wollen wir mal gucken, ob der Kaffee schmeckt. Naja, geht so. So, da bin ich nochmal. Bin jetzt hier gerade Lichtendorf, kurz eine halbe Stunde Pause gemacht, weil wir hatten ja schon 4 Stunden Fahrt, sagte runter. Jetzt geht das weiter nach Wuppertal, dann machen wir da leer und dann geht das weiter nach Monheim und dann gehen wir da in die Pause. So ist der Plan, bis später. Nach 300 Metern bleiben Sie links, dann biegen Sie links ab. So, wir sind in Wuppertal. Geht hier gerade richtig schön bergab. Bleiben Sie links, dann biegen Sie links ab. Biegen Sie links ab. Hüllendaler Straße, dann biegen Sie rechts ab. Ja, machen wir alles soweit. Wenn es denn soweit ist. Ich hoffe, dass die Qualität stimmt. Ich verstehe auch nicht, warum das Radio immer noch so laut ist. Sehr schön, die Baustelle ist wieder weg.
So, fertig in Wuppertal. Das ging relativ fix. Aber eigentlich wollte ich noch ein bisschen was filmen, aber das ging schneller als die Feuerwehr. So, jetzt fahren wir nach Monheim, suchen uns da ein Parkplätzchen und dann geht's da in die Pause. Bis später. Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Tag heute. Ja, ich stehe hier aktuell in Monheim. LKW läuft schon wieder. Wir haben jetzt 11 Stunden Pause hinter uns. Ja, 11 Stunden Pause haben wir hinter uns und jetzt fahren wir gleich laden. Stehen nicht weit weg vom Kunden. Wie ihr mit Sicherheit auf Instagram schon gesehen habt, habe ich ja auch ein Bild gepostet während meiner Pausenzeit. Ja, wir laden dann jetzt hier gleich in Monheim für Hamburg wieder und dann geht das wieder zurück nach Hamburg. So ist erstmal der Plan, denn weitere Infos habe ich bisher noch nicht. Ne? So, also ringehauen. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt gerade bei der ersten Ladestelle geladen. Jetzt war ich wieder zurück zur Hauptanmeldung, um da den Rest zu laden. Und dann hoffe ich doch, dass ich da ein bisschen was mitkriege jetzt gleich für euch. Ja, so kann man auch durch die Gegend fahren mit offener Tür. Hätte er die doch auch hochstehen lassen können, ne? Was? Hätte er sie ja drüben auch hochstehen lassen können. Hätte er sie nämlich schon drüben runtergenommen gehabt. Ein dehnbarer Begriff. Ne? Ja, wie ihr gesehen habt, geladen.
So. Da drüben ist die A1, die so besagte Rheinbrücke, die immer noch nicht fertig ist. Warum auch hier immer jetzt so langsam gefahren wird, dass man schon fast stehen muss, aber naja, egal. So, jetzt müssen wir uns gleich einordnen, weil rechten Fahrstreifen dürfen wir ja nicht nehmen. Denn der gilt ja nur für 3,5 Tonnen. Und das ist das. Hier sitzt der Wärter und achtet darauf, dass die Fahrzeuge auch alle richtig fahren. Hey, hello again. So, wir schreiben Mittwochabend. Es geht heute wieder nach Wuppertal. It's the same place again. Ja, so ist das nun mal manchmal. Manchmal ist man einfach prädestiniert dafür, dieselbe Strecke zu fahren, ne? Ist ja auch nicht monoton, nein. Ach ja.